Für den Protest gegen Stuttgart 21 ist die Landeshauptstadt mittlerweile weit über ihre Grenzen bekannt. Doch nicht nur der Streit um den neuen Tiefbahnhof hat die Menschen auf die Straße gebracht. Gründe zum Protestieren hatten auch die Stuttgarter schon immer. Dass sich entgegen dem Klischee der spießigen schwäbischen Metropole hier auch eine lebendige Protestkultur entwickelt hat, zeigt jetzt eine kleine Ausstellung im Stadtarchiv. Unter dem Titel Kessel unter Druck widmet sie sich Protestaktionen zwischen 1945 und 1989. Die Ausstellung zur etwas anderen Stadtgeschichte ist bis Anfang Mai zu sehen.